So Leute, was geht ab? Wir sind hier am ersten Sushi-Spot, also ich glaube auch der einzige Sushi-Spot. Und wir essen jetzt hier All You Can Eat bei Coco Chanel. Also ja, All You Can Eat für 17 Euro und du kannst so viel Sushi essen, wie du willst. Hört sich gut an, ich habe Hunger. Let's go. Juicy, fat and juicy. Wie mein Bubble-Bot. Ja, bist du überrascht von meinem Italienischen? Hättest du nicht gedacht, ne? Nee, klar, besser. Ein bisschen Mathematik, ja? Was machen wir hier? Mit Erdbeere? Das muss ich nehmen. 70. Boah. Rainbow Roll. Rainbow Roll ist immer gut. Echt? Für wen? Voll schön. Radieschen. Beste gegen Peru. Ginger. Was denkst du, wie wann schmeißen sie uns raus? Nach welcher Portion? Also wenn wir so weitermachen, Digga, das kann ja nicht sein. Ich verstehe das nicht, wie das funktionieren soll. 17 Euro, wir haben voll viel bestellt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Grazie. Das sieht schon, diese Liebe ins Detail, Digga. So diese Erdbeerchen. Oh mein Gott. Boah, wie Fischstäbchen. Kommt gut, oder was? Kommt gut, kommt böse. Das kommt sehr gefährlich. Oh nein. Weißt du, was ich meine? Aber vor allem mit dem Erdbeeren, ne? Ist ja voll strange. Oh, sehr gefährlich. Vielleicht werde ich doch Foodblogger, ne? 119. Es kommt günstiger, hierher zu fahren und das zu essen, anstatt bei uns einfach normal Sushi zu essen. Ah, das Spicy Tuna. Ist okay, aber es ist nicht so spicy. Das ist halt schon sehr, sehr geil. Okay. Vor allem diesen auch geil. Hähnchen. Chicken. Baba. 69, die ist sehr gut. Gamberi Fritti Maki. Die Maki. Sonst was nimmst du? Ich sag's dir ganz ehrlich, ja? Komm, 85, dann sind wir gut. Dann sind wir gut. Wie läuft's mit den 8 Kilo bis Dezember? Das ist mein Valentinerzimmer. 8 Kilo verlieren im Dezember. Aber das Essen war echt gut und vielleicht muss man dann Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Digga, respektier den Fisch. Pack den einfach hier am Schwanz und beiß dann den Schwanz ab. Darf man Schwanz sagen? Ja, ist ja ein Schwanz. Wer hätte gedacht, dass mein erster Espresso in Italien beim Asiaten ist. Zucker da rein. Ja, der braucht's. Weißt du, dass du Kaffee so rühren musst? Ich rühre gar nicht, weil ich da keinen Zucker rein tue. Du magst es, wenn es bitter ist, ne? Das ist wie mein Leben. Meins auch. Erster Espresso. Jessica. Und jetzt gehen wir an See. Schauen wir's. So. Grazie mille. 40, Digga, und wir haben. Ich liebe Italien. Si, si, si.
Hallo Italiano, no problema, no problema. Aber ey, das ist schon heavy, ne? Das ist schon geil, Digga. Das ist schon alles geschafft. Besser? Ist besser. Wir sind einfach in Italien, Digga. Ich glaub's ja nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Glaubt mir, vertraut mir. So ein Hut für die nächste Wanderung. Welche nächste Wanderung? Irgendein Feiertag ist, glaube ich. Falls jemand weiß, heute haben wir den 15. September. Schreibt es unten in die Kommentare. Italienische Flagge. Aber Früchte werden schon nice. Soll ich probieren? Ist halt Eiweißpulver. Das ist es. Vergiss dein Wasser nicht. Ciao. Ciao. Due espressi, per favore. No, poi dopo. No, ma il Larice. Ich weiß, es heißt Larice. Italiano. Ah, allora, per due ragazzi, per favore. Wow, oh mein Gott. Boah, das sieht schön aus. Ich habe immer die Videos drin, wie ich dir einschenke. Ich bin halt ein alter Barkeeper, ne? Hallo meine Lieben, wir testen heute Coca-Cola und schauen mal, wie es schmeckt. Bibis Beauty Palette Style. Warte, lass mich mal. Schmeckt aber wie eine Coke Zero. Okay. Als wäre man in Italien. Als wäre man in Italien. Als wären wir in Italien. Als hätten wir nicht genug Fisch gegessen heute. Jetzt Lachs und Gamberetti. Also ich probiere jetzt mal. Oh ja. Ja. Es ist sehr heiß an der Stelle, aber echt voll gut. Bro, der Teig ist krass. Also für dich. Steht einfach. Boah. Genau so. Digga. Einfach eine gute Pizza. Käse ist geil. Top. Der ist top. Aber mir gefällt auch diese Tomatensauce. Wie habe ich das gut ausgesprochen? Diese Tomatensauce ist voll süß. Das macht es nochmal so viel krasser, diesen Kontrast zum Salzigen. Ne? Ich bin voll Food geworden. Voll. Mhm. Kennst du ihn? Leonidas? Der ist einfach in St. Gallen. Al Capone. Da esse ich immer. Digga, willst du mich verarschen? Einmal bin ich nicht in St. Gallen und dann kommt ein anderer YouTuber. Und nicht nur ein YouTuber, sondern auch ein Fitness-YouTuber. Okay, Fitness, ich bin ein bisschen übergewichtig, aber das ist er auch. Laut BMI. Also Digga, nicht mal böse gemeint oder so. Der Typ ist 1,86 groß, 130 Kilo schwer. Also mein BMI ist 27, ich bin übergewichtig. Sein BMI beträgt, kann man sehen, 39, Digga. Der Typ hat einfach Adipositas. Ab heute heißt er nicht mehr Leonidas, sondern Adipositas Akuma. Wenn ich das wirklich so durchziehe mit meiner Ernährung wie heute, dann habe ich auch bald ein BMI von 39. Und Espresso Counter. Oh ja. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Oh. Wow. Wow. Bro. Das ist heftig, Digga. Oh, ein Appenzeller. Noch mehr Schweizer. AI. Schon wieder AI. Willst du mich verarschen? Das passt ja nicht zu. Für 50 Franken die Nacht? Top. Mit Frühstück? Stabil. Ey, ist das ein Eingang? Oder ist das kein Eingang? Royal. Classic. Kennst du den? Royal. Double Crispy Chicken. Wie soll ich raushauen? Ja, wie der King, Alter.
so wie es ist. Wir gehen jetzt joggen, Leute. Mit meinem Like. Alle das. Juicy. Fett and juicy. Face to...